Das derzeitige Reiseaufkommen in Österreich und vor allem in den Urlaubsgebieten erreicht einen vorläufigen Höhepunkt. Das ist natürlich vor allem an den Grenzübergängen in einem verstärkten Ausmaß zu bemerken und natürlich auch zu spüren. Es kommt zu zahlreichen Verzögerungen und oft zu kilometerlangen Staus. In der ersten Tageshälfte am Samstag war vor allem der Verkehr von Norden, von unseren bundesdeutschen Nachbarn in Richtung Süden, verantwortlich für dieses erhöhte Reiseaufkommen und für die Verzögerungen an der Grenze. So hat es vor allem im Großraum Salzburg Staus gegeben. Laut ÖMTC auf der Westautobahn A1 von der Grenze Walserberg über den Knoten Salzburg auf der A1 bzw. der A10 bis auf die Tauern Autobahn A10 Höhe Puch. Von der deutschen A8 kommend reichte eine Blechlawine, ein kilometerlanger Stau von der Grenze etwa 8 Kilometer zurück. Der Ofenauer Tunnel auf der A10 wurde Richtung Süden blockabgefertigt. Der Verkehr, der stockte rückreichend und wieder kilometerlang bis Bad Wigaunow. Auf der Karawankenautobahn der A11 zwischen St. Jakob im Rosental auf dem Karawankentunnel mussten die Verkehrsteilnehmer auf einer Länge von 10 Kilometern Geduld beweisen und eine Wartezeit von etwa 2 Stunden in Kauf nehmen. Auch bei der Einreise nach Österreich gab es etwa 9 Kilometer langen Stau. Hier betrug der Zeitverlust etwa 1,5 Stunden. Verzögerungen waren laut dem ÖAMTC weiters in Tirol beim Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden auf der A12 und dem Grenztunnel Füssen auf der B179 Richtung Süden einzuplanen. Auf der Fernpassstrecke, da stockte der Verkehr zwischen Heiterwang und Lernmoos. Ab den Mittagsstunden muss man vor allem aus dem Süden mit einem erhöhten Reiseaufkommen rechnen, beziehungsweise eben auch aus dem Osten, wie hier in Nickelsdorf. Am Nachmittag gab es hier Verzögerungen von rund 40 bis 45 Minuten, ebenfalls ein Kilometer langer Stau. Es gab jedoch ein zumindest zähflüssiges Vorankommen. Diese Verzögerung war natürlich auch der derzeitigen Corona-Situation geschuldet. Es mussten entsprechend Impftestzertifikate bzw. auch Genesungszertifikate kontrolliert werden. Dies erfolgte in einem Zusammenarbeiten mit den Grenzbehörden, mit dem Bundesheer und natürlich auch mit der Polizei. Wir empfehlen dennoch darüber hinaus, gerade bei Rückreiseaktivitäten auf die Einreisebestimmungen des jeweiligen Urlaubslandes verstärkt Acht zu geben, hier die richtige Nachschau zu halten. Denn die Einreisebestimmungen, die variieren von Einreiseland zu Einreiseland.